Aber für 30 Cent? Was kriegst du denn für 30 Cent? Also sag mal für 30 Cent. Ich weiß noch, bei uns damals in... Wir hatten im Dorf so einen kleinen Einkaufsladen. Da hast du für 30 Cent so einen ganz kleinen... Für 30 Pfennig eigentlich. So einen kleinen Schokoladenweihnachtsmann. Diese ganz, ganz kleinen, die einfach nur so... 50 Gramm oder so waren, wenn überhaupt. So, der Wahrsager. Ja, höchste Unzufriedenheit, danke. Hallo Emily. Ich wollte den Papagei freilassen, aber sein Flügel ist nie ganz verheilt. Ja, das wissen wir schon. Ich freue mich, dass er glücklich ist. Meine Katze ist ja auch glücklich. Ach, Lena, du bist doof. Ich hoffe, sie wird irgendwann hübsch, denn mit IQ wird sie nicht auftrumpfen können. Das Gelee bin ich echt gespannt. Normalerweise versucht man, als wenn man sich, wie soll ich das sagen? Wenn man sich einen Partner sucht, gibt es ja gewisse Kriterien, nach denen man sie beurteilt. Klar, Aussehen ist tatsächlich einer. Ah, ist Michelin, du schaust noch mal Aussehen. Aussehen ist nicht das Wichtigste, tatsächlich nicht das Wichtigste. Aber er ist mit, vor allem für den Anfang wichtig. Während Charakter später wichtig wird. Darum halten viele Beziehungen auch, vor allem im Teenageralter nur sehr kurz. Es wird besser, wenn die Leute, wenn sie älter werden, dann werden andere Werte einfach wichtiger. Aussehen wird nie ganz verschwinden, aber es wandelt sich trotzdem. Ich habe den Faden verloren, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich über was anderes reden, jetzt reden wir schon wieder über Beziehung. Wenn es zu jedem Topf einen Deckel gibt, dann bin ich ein Bock. Bescheuerte Aussage. Eigentlich könnte ich ja einen Schleim einmachen. Die Roten mussten auch richtig reinhauen vom Geld. Die sind bestimmt 2000 wert oder so. Oder mehr. Wenn ihr übrigens alles voll mit den Dingen baut, klar, das ist echt kostspielig, bis ich das hingekriegt habe. Aber da kriegt ihr auch richtig viel Geld raus. Sagt mal, wir haben plötzlich von diesen Schleimdingern. Da geht erstmal ordentlich Geld weg, klar. Aber wenn ihr den Schleim zu Schleimeiern presst, ich glaube, da werdet ihr auch stinkreich. Am Ende des Monats sein zumindest. Wenn ihr es einen Monat lang macht. Ja, Beziehung. Wie gesagt, bestimmte Werte sind anfangs wichtig und bestimmte Werte werden später halt wichtiger. Wenn deine Freundin gut im Bett ist, aber es sonst absolut nicht funktioniert, mag das anfangs toll sein, aber du hast nicht die ganze Zeit über Sex. Bringt dir auf lange Sicht tatsächlich nichts. Da kann sie noch so gut im Bett sein. Es sei denn, du bist natürlich ein Idiot, dem so wirklich nichts anderes geht. Wenn ihr euch dann halt die ganze Zeit nur fetzt, den Rest der Zeit, und das ist wirklich die meiste Zeit, dann ist diese Beziehung einfach zum Scheitern verurteilt.
Andere Werte werden mit der Zeit einfach wichtiger. Oder wenn euch eure Frau die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit nervt, dann ist das auch kein gutes Indiz dafür, dass es eine gute Beziehung ist. Es ist ein Indiz dafür, dass es eine schlechte Beziehung ist. Zumindest wenigstens auf einer Seite. Und das Problem ist, zu einer Beziehung gehören zwei. Wenn einer die ganze Zeit zurückstecken muss, das geht vielleicht eine Weile gut. Also nicht, wenn der eine Partner als besonders herrschsüchtig ist. Es geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo der andere dann auch sagt, nee, ich bin ein Individuum, jetzt komm ich. Es sei denn, er ist dämlich. Was ja auch leider oft genug vorkommt. Aber dann frage ich mich auch wieder, warum bleiben die bei, warum hat man so einen Partner? Ich verstehe es dann immer nicht. Ich könnte mit keiner Frau leben, die ich für dumm halte. Könnte ich nicht. Oh, dumm. Ich versuche hier die Sachen einzulagern, die rüber gehören. Einfach mal gucken. Irgendwo wird es schon reinpassen. Komisch. Glaubt mir, es wird besser, wenn ich das dann alles verkaufe und alles raushaue. Alles muss rein, alles muss raus, auch Tiernahrung. Dann wird's besser. Freitag ist Clint nicht da, ich erinnere mich. Und eigentlich nur noch zwei Tage. Und dann ist der große Verkaufstag. Hoffe ich doch. Ich hoffe, es klappt. Wenn ich dann über 1 Million zusammenkriege, würde ich mich freuen. Ich hoffe es wirklich. Wenn das nicht klappt, ich weiß nicht. Aber ich nochmal so eine große Sammelaktion wird nicht funktionieren. Und dann verkaufe ich wieder alles jeden Tag. Du bist, finde ich, nicht nützlich. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon ruhig. Wir gehen halt wieder in die Mine. Ich will eigentlich nicht so sehr draußen rumlaufen bei diesem Sturm. Gründe ja schon genannt. Ist wieder sehr viel Müll heute. Ich glaube, das ist wirklich von dem Glück des Tages bestimmt, was man kriegt, oder? Oder ist es einfach nur zufällig unabhängig vom Glück? Aber der Müll ist ja nicht wertlos. Der ist ja teilweise wertvoller als das, was man kriegt. Also im Grunde macht man immer Gewinn, jedes Mal, wenn man es rauszieht. Bis auf diese zusammengeknüllten Papiertücher. Die bringen nämlich eigentlich nur... Fast in ein bisschen mehr bringen sie, weil man mehr als eine Fackel draus kriegt, die 5 wert sind. Aber ansonsten macht man eigentlich immer ordentlich Gewinn. Dieses Boot hier könnte ja auch mal, wenn der klar, in dem haben wir... unseren romantischen Ausflug gehabt, aber den könnte der echt mal, das könnte der echt mal richtig nutzen. Bitte ohne mich. Das ist so ein Löffel, der Typ. Er könnte so viel aus seinem Leben machen und er tut's einfach nicht. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch so viel mehr aus meinem Leben machen und ich tue es einfach nicht. Aber ich führe ein relativ anständiges Leben, von daher ist es okay. Man kann immer mehr aus seinem Leben machen, klar. Selbst ein Star könnte tatsächlich mehr aus sich machen.
Die Frage ist aber auch, will man das selber? Strebt man wirklich immer nach Höherem? Oder sollte man immer nach Höherem streben? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Aber ist es nicht auch eine Kunst für sich, einfach mit dem zufrieden zu sein, was man hat? Okay, heute Abend wieder nochmal. Wir gehen in die Mine. Irgendwie hole ich mir immer Eis und esse es nicht. Das könnte im echten Leben nicht passieren. Ist sowieso ein Unding, dass der Typ... Ich weiß nicht, wann hatten wir das letzte Mal was gegessen? Wir müssten dürr sein wie noch was. Wenn nicht sogar karektisch. Oder tot. Ich muss sagen, ich mag es in Spielen, wenn man essen und trinken muss oder am besten Ernährung an sich beachten, die so ein bisschen realistischer machen. Also, dass du mehr essen kannst, als du willst. Also, so wie bei die Sims eigentlich. Was ich früher immer dachte, dass es mega doof ist, aber so wie es aktuell ist, ist es schon ziemlich cool eigentlich. Was hast du jetzt davon? Wie gesagt, wenn das diese Staubgeister gewesen wären, das hätte ich niemals in einem Let's Play hingekriegt. Das wäre wirklich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und die erste Folge muss ich heute noch rendern, damit die über Nacht hochladen kann. Da ist sie halt einen Tag nicht beschriftet, ist aber auch egal. Da kommt es auf meinem Kanal jetzt wirklich nicht mehr drauf an. Wenn ich dann denke, wie viele Folgen von Sea Billions unbeschriftet sind aktuell. Da muss ich unbedingt mal nachziehen. Ich meine, ich hatte schon mal einen Tag, da habe ich gleich mal 20 Folgen beschriftet, aber das kostet halt Unmengen Zeit. Irgendwie beim Beschriften tue ich mich am schwersten. Hochladen und sowas, das funktioniert alles noch, aber Beschriften. Und wenn ich da denke, wie lange Rendern dauert, so zeittechnisch, wie lange das Aufnehmen dauert. Und für das, was eigentlich am wenigsten Zeit braucht, brauche ich am längsten. Wenn ich dann denke, wie mich das anfangs, wie das Probleme gemacht hat anfangs. Komm her. Komm her. Gar kein Problem. Selbst in der großen Mine ist es mittlerweile kein Problem mehr, wenn dieses Event kommt. Da ist es aber tatsächlich immer noch deutlich gefährlicher als hier. Weil die ersten schneller kommen und zweitens der Schaden halt dementsprechend hoch ist. Und sie auch mehr als einen Schlag aushalten. Das heißt, ich muss mehrfach treffen. Aber trotzdem ist es mit diesem Schwert ist es so leicht geworden. Aber weglassen tue ich es deswegen nicht. Da war's. Also manchmal gibt sich das Spiel schon größte Mühe, es einem schwer zu machen, runterzukommen, glaube ich. Ich könnte auch mal wieder ein paar Erze einschmelzen, wenn ich so drüber nachdenke. Kohle findet man ja gerade genug.
Mal, wir finden relativ wenig Gold. Da müsste ich wieder auf die Lava-Ebene gehen. Da konnte man ja richtige Massen an Gold finden. Oh, ein Diamant. Blöden Geister. Also die Staubgeister zu farmen war schon echt anstrengend. Eigentlich begebe ich mich ja gar nicht mehr auf diese Ebenen. Würde ich auch jetzt nicht machen. Ich würde eigentlich auf der Feuerebene sein, wenn ich jetzt nicht die gefrorenen Geoden bräuchte. Würde ich auch wieder nicht hier sein. Die rote Ebene, so, ich weiß nicht mehr welches war, so 60 oder so, hat sich halt dementsprechend stark gelohnt. Oder 70. Wisst ihr noch, wo wir so eine Zeit lang mal immer so extrem viele Pilze gefunden haben oder solche riesige Goldvorkommen? Das sind die Sachen, wo es richtig Geld dran hängt. Hier habe ich nur die Wahrscheinlichkeit, die gefrorenen Geoden zu finden. Was erstmal auch nichts Schlechtes ist. Mit ein bisschen Glück finde ich einen Geminid und kann ihn abgeben und werde reich und berühmt. Nein, nicht aber. Hab wenigstens wieder einen Teil von der Sammlung fertig. Ich wollte ja eigentlich so in jeder Aufnahme ein Stück von der Sammlung fertig kriegen, aber Problem ist, es hängt halt nicht an mir. Es hängt wirklich am Glück. Du brauchst einfach Glück. Yay. Von denen könnte ich Tausende vernichten. Ist schön, dass jetzt mal so eine Armee hier kommt. Boah, die hätte ich so gebraucht. Okay, wir hauen ab. Das hätte man wirklich sowas von gebraucht. Und es kam einfach nicht. Wir haben schon wieder zwei Geoden. Da. Die können auch weg. Da rein, die Geode kommt hier runter. Wir könnten ein bisschen was einschmelzen. Und zwar. Ein bisschen was von allem. So, über Nacht müsste es ganz gut funktionieren. Das ist deutlich mehr, als ich erwartet habe. Okay, warten wir noch kurz, bis wieder was fertig ist. Dafür haben wir Zeit. Ich glaube, das braucht ungefähr so eine Stunde oder der Kupfer braucht eine Stunde. Das Gold braucht ein bisschen länger. Iridium braucht ja auch ein bisschen länger. Komm, gleich haben wir's. Und ins Bett. Problem, wir werden keine kriegen, auch in der Mine nicht. Wir haben so viel zu essen dabei. Da können wir. Wir haben Schokotorte und wir haben Eis. Was will man mehr in der Mine? Ah ja, die Rollen. Sind sowas von wertlos.